Manche Leute behandeln uns, als ob wir minderwertig wären, weil wir nicht lesen oder schreiben können. Aber ich sehe es so, wir sind alle gleich. Kein ABC, kein 1x1? Wer das nicht kann, ist nicht blöd, aber benachteiligt. Millionen Menschen auf der Welt können nicht zur Schule gehen. Dabei ist Bildung ein Menschenrecht. Bildung für alle, aber wie? Im Jahr 2022 haben weltweit 250 Millionen Kinder keine Schule besucht. Einer der Hauptgründe: Armut. In den reichsten Ländern der Welt gehen Schüler im Schnitt 10 Jahre zur Schule, in den ärmsten sind es nicht einmal 3. Viele Schulen sind schlecht ausgestattet, oft sind sie auch weit entfernt. Viele Kinder gehen nicht zur Schule, weil sie den Eltern im Haushalt helfen oder zum Einkommen beitragen müssen. Ein weiterer Grund für die Bildungsmisere: Lehrermangel. Nach Schätzungen der UN bräuchte es bis 2030 weltweit 44 Millionen zusätzliche Lehrkräfte. Davon allein 15 Millionen in Subsahara-Afrika. Es heißt, dass Lehrer alle anderen Berufe hervorbringen und überhaupt erst möglich machen. Man sollte also meinen, dass der Beruf sehr geachtet wird und die Leute gut bezahlt werden. Aber trotz der Fortschritte bei der Bildung ist das kaum der Fall. Und so haben sich weniger Menschen für diesen Beruf entschieden. Nicht selten sind Schulen außerdem Schauplätze von Kriegen und Krisen. Laut der Studie Education Under Attack wurden in den Jahren 2020 und 2021 mehr als 5000 Angriffe auf Bildungseinrichtungen registriert. Ein dritter Grund für die Probleme des Bildungssystems: Covid-19. In Uganda blieben Schulen während der Pandemie ganze 83 Wochen geschlossen. Weltweit hatten über eine 500 Millionen Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit, an Fernunterricht teilzunehmen. Reichere Länder haben während der Pandemie Lehrinhalte digitalisiert. Schülerinnen und Schüler konnten so den Umgang mit neuen Technologien lernen. Laut des Weltbildungsberichts der UNESCO haben digitale Medien positive Effekte auf das Lernen. Aber nur dann, wenn sie auch pädagogisch begleitet werden. Bisher haben weltweit nur die Hälfte aller Länder Ausbildungsstandards festgelegt, was die IT-Kompetenzen ihrer Lehrkräfte angeht. Dabei ist deren Vermittlung heute wichtiger denn je. Künstliche Intelligenz ist schon längst im Unterricht angekommen. Doch unregulierte KI-Systeme können Demokratie und Menschenrechte bedrohen, wenn damit Hass und Gewalt geschürt werden. Trotz aller Bedenken, für den Bildungsexperten Mark Natanagara ist künstliche Intelligenz kein Grund zur Sorge. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind nicht mehr aufzuhalten. Wir nutzen sie schon lange. Was wir jetzt vor allem bemerken, ist die Fähigkeit zur generativen KI. Sie kann plötzlich etwas Konkretes produzieren, einen ganzen Aufsatz oder ein Bild oder jetzt ein Video, zum Beispiel Sora oder OpenAI. Das World Economic Forum hat sich auch mit dem Thema Bildung 4.0 beschäftigt. Neben Datenanalyse oder Programmieren sollten Schulen verstärkt soziale Fähigkeiten fördern, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehören Zusammenarbeit, Einfühlungsvermögen, soziales Bewusstsein und globale Verantwortung. Auch die UNESCO legt in ihrem Bericht zur Zukunft der Schule den Fokus auf globale Zusammenhänge. So sollte die Erde als ein zusammenhängendes System aus Menschen, Tier und Umwelt betrachtet werden. Darüber hinaus müssten Schulen vermitteln, wie Fake News erkannt werden können. Ich denke, jeder Lehrer sollte den Schülern beibringen, wie man kritisch denkt, wie man analysiert, wie man bewertet und gute Entscheidungen trifft. Wir sollten uns nicht zu sehr auf den Inhalt und spezifisches Wissen versteifen. Denn Wissen verändert sich ständig und entwickelt sich weiter. Wir wissen nicht, wie die Berufe von morgen aussehen werden, also sollten wir den Schülern beibringen, wie man denkt.
Seine Tage beginnen früh, schon immer. José Santos kommt ursprünglich aus dem armen Nordosten Brasiliens. Mit knapp 5 Jahren gab ihn seine Mutter aus Not zu einer Tante aufs Land. Statt in die Schule schickte diese ihn zur Kakaoernte. Sie gab mir eine Hacke und eine Machete und sagte, hier, bei mir musst du arbeiten, wenn du was zu essen willst. Um 5 Uhr morgens musste ich aufstehen. Zum Frühstück gab es kein Brot, keine Cracker oder ähnliches. Es gab nur Kaffee mit Maniokmehl. Ab 7 Uhr arbeitete ich auf dem Feld. Zum Mittagessen ging ich nach Hause und danach zurück zur Kakaoernte. Freitags schlugen wir Bananen, um sie samstags zu verkaufen. Wenn er nicht gehorchte, gab es Schläge. Mit fast 18 riss er schließlich aus. Zum ersten Mal sah auch er eine Schule von innen. Doch nur kurz, denn tagsüber musste er seinen Lebensunterhalt verdienen. Abendunterricht gab es nicht auf dem Land. Er schlug sich immer durch, von einem Hilfsjob zum nächsten. Heute arbeitet er auf dem Campus der staatlichen Uni in Rio de Janeiro als Putzmann. Auf Beförderungsangebote traut José als Analphabet sich erst gar nicht zu bewerben. Man fragte mich, ob ich Vorarbeiter werden wolle, aber ich wollte das nicht, weil ich wusste, dass sie dafür nach meiner Schulbildung fragen würden. Er ist nicht der einzige Analphabet in der Putzkolonne. Oft schämen sie sich und leiden unter der Ungerechtigkeit. Manche Leute behandeln uns, als ob wir minderwertig wären, weil wir nicht lesen oder schreiben können. Aber ich sehe es so, wir sind alle gleich. Nur, dass die einen die Möglichkeit einer Ausbildung hatten und andere nicht. Direkt hier auf dem Unicampus hat er jetzt mit 56 Jahren die Chance bekommen, auf die er seit Jahrzehnten wartet. Jeden Nachmittag ein kostenloser Alphabetisierungskurs. Die Gruppe ist klein, das Problem riesig. Fast 10 Millionen Brasilianer sind Analphabeten. Rund 90% davon über 40 Jahre alt. Wie José mussten viele schon früh arbeiten. Der Unterricht beginnt also ganz von vorn. Los geht's! A, B, C, D. Daniele Soares möchte ihren Schülern neben dem Alphabet auch noch etwas anderes vermitteln. Selbstvertrauen. Die 22-Jährige ist Lehramtsstudentin an der Uni. Sie kennt das Problem von zu Hause. Auch ihre Eltern haben die Schule nicht abgeschlossen. Sie selbst bekam jedoch von ihrer Familie stets volle Unterstützung. Mit ihrem unbezahlten Engagement möchte sie nun auch anderen den Bildungsweg ebnen. Diese Menschen sind hier, weil ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Recht auf Bildung verweigert wurde. Und dass sie diese Willensstärke haben, nach all dem, was sie durchgemacht haben. Nach so vielen Schwierigkeiten haben sie sich dafür entschieden, hier zu sein. Das gibt auch unserer Rolle als Pädagogen einen tieferen Sinn. Brasilien zählt zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Die soziale Ungleichheit ist enorm. Von den mehr als 200 Millionen Einwohnern hat fast die Hälfte keinen Schulabschluss. Das bedeutet für viele, abrackern für kaum mehr als einen Mindestlohn von umgerechnet rund 250 Euro. Wie José. Neben finanziellen Sorgen hat er als Analphabet auch mit ganz praktischen Alltagshürden zu kämpfen. Wenn er Einkäufe erledigt, muss er ganz genau aufpassen. Was steht auf Angebotsschildern und Verpackungsbeschriftungen? Was ist denn da der Unterschied? Er fragt alles nach und versucht so, sein Defizit zu verbergen. Auch den richtigen Bus zu erwischen ist eine Herausforderung, denn die Richtungsangaben kann José nicht lesen. Er lebt in São João de Meriti im Speckgürtel von Rio de Janeiro. Zu Hause ist vor allem seine Frau seine Alltagsstütze. Auch sie hat die Schule nicht abgeschlossen und jobbt als Putzhilfe. Doch lesen kann sie. Guten Morgen, See. Alles klar? Heute früh haben wir einen Putzauftrag im Block G, 1. Stock. Lass es uns ordentlich übergeben, okay? Arbeitsanweisungen per Textnachricht. In seiner Putzfirma wusste bis jetzt niemand, dass er damit nichts anfangen kann. Seine Antwort schickt José als Audio oder Emoji. Vervollständige die Wörter mit den folgenden Silben. Dass sein Sohn Breno den Schulabschluss macht, hat für José oberste Priorität. Der 17-Jährige hilft seinem Vater bei den Hausaufgaben, damit auch José bald allein zurechtkommt.
Sein Alphabetisierungskurs ist eine Initiative des Instituts für Ingenieurswissenschaften. Der brasilianische Staat hat in den vergangenen Jahren die Ausgaben für Erwachsenenbildung drastisch gekürzt. Das Projekt an der Uni bietet auch Unterricht für Schulabbrecher mit Vorkenntnissen an. Es soll zumindest einen kleinen Beitrag zum zweiten Bildungsweg leisten, so die Koordinatorin. Es geht nicht darum, dass jeder im Land einen Doktortitel hat. Es geht darum, dass sich diese Menschen auch innerhalb ihrer Funktion, innerhalb ihrer Arbeit weiterentwickeln können. Ein Land, in dem die Rechte aller Menschen gewahrt werden, wird sich wirtschaftlich und auch gesellschaftlich gut entwickeln. Jeden Morgen putzt José als erstes die Toiletten. Dabei denkt er oft an die vielen verpassten Berufschancen. Er ist entschlossen, das jetzt zu ändern. Wer möchte nicht gerne Vorarbeiter sein oder sogar Vorgesetzter und eine Führungsposition erreichen? Wir müssen die Chance wahrnehmen und die Schule weitermachen. Ich habe bald Urlaub, aber ich werde jeden Tag herkommen, um am Unterricht teilzunehmen. Ich will mich fortbilden und dafür muss ich mich ins Zeug legen. Für José ist es noch ein weiter Weg. Doch die ersten Schritte sind getan. Die Richtung ist klar. Die Analphabetenquote in Brasilien sinkt. Langsam, aber stetig. Das Tanzen hat mir Energie gegeben. Mit frisch durchgerüttelten Gliedmaßen kann er losgehen. Der Musikunterricht. Klatschen und Schnipsen für das Rhythmusgefühl. Töne halten für die Intonation. Für diese Kinder in Indiens Hauptstadt Delhi ist es eine seltene Gelegenheit. Die meisten kommen aus einkommensschwachen Familien und gehen auf Schulen, die von der Regierung gefördert werden. Dort ist Unterricht kostenlos für alle zwischen 6 und 14 Jahren. Was nicht auf dem Lehrplan steht? Fächer wie Sport, Kunst und Musik. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt sind eher Mathe und Naturwissenschaften gefragt. Schließlich wollen Eltern, dass ihre Kinder Ärztinnen oder Ingenieure werden. Das bedeutet oft Druck. Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder mehr aus sich machen, als sie das selbst konnten. Wenn also das hier Erfolg bedeutet für Eltern, sollen ihre Kinder hier sein. Musik rangiert irgendwo hier unten. Um diesem Bild etwas entgegenzusetzen, hat Anurag 2017 mit Kollegen eine NGO gegründet, in der sie Musik im Unterricht einsetzen. Do, ekam do. 2 mal 2 macht 4. So lernt man eben. Das bleibt einfach im Kopf. Musik bleibt einfach im Kopf. Sie unterrichten in Schulen und in ihrer eigenen Einrichtung im Süden von Delhi. Reshmas Unterricht hat einen besonderen Schwerpunkt. Die Bildung von Mädchen. Im Mittelpunkt der Stunde steht ein Lied über die Periode. Es erzählt eine richtige Geschichte mit Handlung und Figuren. एक रानी थी अंडाणु रूई के घर में रहती थी एक रानी थी अंडाणु रूई के घर में रहती थी I feel das Lied über den Zyklus heißt Ranis Lied. Wir benutzen viele Symbole. Rani heißt zum Beispiel Königin. Wir sagen also, die Eizelle ist eine Königin. Wir sprechen sehr bildlich, weil sich niemand unwohl fühlen soll. In vielen indischen Familien ist es ein Tabu, offen über Sex und Sexualität zu sprechen. Das gilt für Mädchen und für Jungs. Wir wollen ja alle mitnehmen, da müssen wir auf unsere Wortwahl achten. Wir können weder Vagina noch Sex sagen. Und das scheint zu funktionieren. Mir gefällt's.
Manchmal ist es schwer, etwas in Worten auszudrücken und dann auch zu verstehen. Musik hat ihre eigene Sprache. Durch Lieder ist es viel einfacher zu verstehen, was Periode eigentlich bedeutet. Passend zum Unterrichtsstoff gibt es zum Schluss noch ein kleines Geschenk. Während die einen jetzt nach Hause gehen, machen sich die anderen auf zu ihrem Lieblingsplatz in der NGO. Ein Aufnahmestudio, in einem Bus versteckt. Hier können sie ihr Geschick beweisen. Singen, dirigieren, aufnehmen, produzieren und damit vielleicht sogar den einen oder anderen Beruf für sich entdecken. Fast jeder hat einen, fast jeder tut es. Fernsehen. Weltweit gibt es über 1,7 Milliarden Haushalte mit mindestens einem Gerät. Doch ist Fernsehen nur Berieselung oder kann man dabei auch wirklich was lernen? Ein Programm aus Kenia zeigt, dass es geht. Das ist Julian aus Limuru. Und das ist George Kairu, ein Buchhalter, der zum Landwirt wurde. Obwohl er hier im ländlichen Limuru aufgewachsen ist, war der Wechsel eine Herausforderung. Anfangs produzierten seine zwei Kühe nicht viel Milch. Doch dann trat er im Fernsehen auf. Willkommen zu Shamba Shape-Up. Diese Woche sind wir in Limuru. We are visiting a familiar face. Seine Teilnahme in der kenianischen TV-Show Shamba Shape-Up veränderte alles. Bevor Shamba Shape Up meine Farm besuchte, kam ich auf 10 bis 15 Liter pro Tag. Danach waren es bis zu 100 Liter pro Tag. Dank des Ratschlags eines Milchviehexperten, das Futter umzustellen, sind seine Kühe viel produktiver geworden. George Kairu baut auch Mais und Tee an. Beides ist sehr wasserintensiv und das kostet. Auch hier unterstützt die TV-Show die Bauern. Mit Hilfe von Partnerschaften mit verschiedenen Firmen. Diese versorgen die Bauern mit Tierfutter, Dünger und sogar Geräten. Im Gegenzug für Produktplatzierungen in der Sendung. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, indem sie eine Wasserpumpe und eine Solaranlage installiert haben. So konnte ich die Kosten senken und dafür bin ich sehr dankbar. Halt dich fest, Carol! Tony! So viele Farmen zu besuchen! Willkommen zu Shamba Shape Up! Wir sind durch ganz Ostafrika gereist, um hart arbeitende Bauern zu finden. Wir wollen sie feiern und ihnen gleichzeitig das Wissen geben, das sie brauchen. Damit sie sich anpassen und ihre Farmen produktiver machen können, trotz des Klimawandels. Shamba bedeutet auf Swahili Garten oder Farm. Der Sinn der Sendung ist Edutainment, ein Mix aus Bildung und Unterhaltung. Landwirte erhalten praktische Ratschläge. Die Sendung läuft in Kenia seit 2012 im Fernsehen. Einer der Moderatoren ist der Schauspieler Tony Juguna. Er ist von Anfang an dabei. Wir besuchen die Landwirte nicht allein, sondern mit unseren Experten. Wenn ein Bauer zum Beispiel Mais anpflanzt, kommen wir mit einem Maisexperten. Wir erklären, wie wichtig gutes Saatgut ist, wie man pflanzt und pflegt, bis hin zur Ernte und manchmal sogar bis zur Vermarktung. Shamba Shape Up wird von verschiedenen NGOs und internationalen Instituten finanziert. Die halbstündige Sendung gibt es einmal in der Woche. Jede Woche findet auf einer anderen Farm statt und behandelt immer unterschiedliche Probleme und Lösungen. Ein wichtiger Aspekt dabei, den Bauern zu zeigen, wie sie sich besser gegen den Klimawandel schützen können. Wenn die Landwirte Bäume pflanzen, dann sagen wir ihnen, sie sollen den Boden nicht zu sehr strapazieren. Und auch wichtig, eine behutsame Nutzung von Wasser. Heute ist das Team in Kisumu im Westen Kenias. Sie besuchen Eric Ogio, der sein ganzes Leben lang Bauer war. Das Erste, was mir auffiel, war, dass sie mit Profis arbeiten. Ich mache das hier auch schon lange, aber ich habe viel gelernt. Eric Ogio braucht Rat für diese Küken. Sie wachsen nur langsam.
Ein Mitarbeiter einer Futtermittelfirma erklärt Eric, dass er seinem Hühnerfutter Enzyme hinzufügen muss. Die Show soll so viele Bauern wie möglich erreichen. Rund 70% der kenianischen Bevölkerung lebt in ländlichen Gebieten. Doch Landflucht ist mittlerweile ein ernstes Problem. Die Sendung soll zeigen, dass Jobs in der Landwirtschaft finanziell attraktiv und sinnvoll sind. Studien haben gezeigt, 2 Jahre nach dem Start der Show haben hunderttausende Haushalte, die regelmäßig eingeschaltet haben, ihre landwirtschaftlichen Praktiken geändert. Auch bei George Cairo schaut das Team wieder vorbei, 1 Jahr nach dem ersten Besuch. Sind das die gleichen Kühe? Ja, sicher. Bist du sicher? Sicher. Die Zuschauer können sehen, wie hilfreich die Ratschläge der Experten waren. Auch ein Grund, warum die Sendung so beliebt ist. Wenig Schulen, seltene Busse, lange Wege. Jede Dorfschule, die dicht macht, bedeutet für Kinder, der Schulweg wird oft zu einer Reise. In Lettland will die Regierung im Zuge einer Bildungsreform kleinere Schulen schließen. Aber die lettischen Schulkinder machen dabei nicht mit. Staatshymne gegen den Staat. Diese Schüler im lettischen Engure protestieren mit ihrem Gesang gegen eine Schulreform, die die lettische Regierung plant. Und sie sind nicht allein damit. In ganz Lettland versammeln sich die Schüler zur selben Stunde an diesem Tag dafür. Singen aus Protest hat in Lettland Tradition. So haben die Letten in den 90er Jahren für ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion protestiert. Damals mit Erfolg. Und diesmal? Emilia Dorne geht in die 9. Klasse der Schule von Engure, im Westen von Lettland. Im nächsten Schuljahr soll sie in die Oberstufe wechseln. Wenn alles beim Alten bleibt, darf sie weiterhin in ihre Schule gehen. Wenn aber die Schulreform in Kraft tritt, wird die 15-jährige Emilia in eine andere Schule wechseln müssen. Wenn es hier für mich keine Schule mehr gibt, dann muss ich sehr weit fahren, um zu lernen. Diese Schule hier ist viel näher. Denn die Reform sieht vor, kleinere Schulen auf dem Lande entweder ganz zu schließen oder umzubauen, sodass zum Beispiel die Oberstufe, wie im Emilias Fall, wegfällt. Die Regierung will die Schulbildung effizienter gestalten. Nach dem Motto, weniger ist mehr. Es soll weniger Schulen geben, die besser ausgestattet sind. Finanziell und personell. Denn schon jetzt gibt es akuten Lehrermangel in Lettland. Pensionierte Kollegen wie dieser Physiklehrer unterrichten weiter, damit der Schulunterricht nicht ausfällt. Engure liegt direkt an der Ostsee, am Rigaer Meerbusen. 1.500 Menschen leben hier. Früher war der Ort groß genug für eine Bezirkshauptstadt. Dann aber schrumpfte hier die Bevölkerung, wie überall in Lettland. Wenn die Oberstufe der hiesigen Schule geschlossen wird, muss Emilia in den 25 Kilometer entfernten größeren Ort jeden Tag fahren. Für eine Familie mit 2 Kindern auf dem Lande, in der beide Kinder Oberschüler sind, wird das tägliche Hin- und Herfahren mit dem Bus sehr teuer. Kinder müssen früh aufstehen, weit anreisen, spät zurückkehren, dann auch noch auswärts ein paar Mal essen. Dann wird der Großteil des Familienbudgets dafür ausgegeben, Kinder zum Schulunterricht zu bringen. Das wird ein großes Problem sein. Die Regierung in der Hauptstadt Riga sieht das anders. Das Bildungsministerium verweist auf aktuelle Ergebnisse der lettischen Schülerleistungen, die immer schlechter werden. Die Reform diene dazu, das Qualitätsproblem zu lösen. Aber was ist mit den Menschen und ihren Sorgen? Es wird immer Menschen geben, die an der Vergangenheit hängen. Und es wird immer schwer sein, gegen Emotionen zu argumentieren. Man muss aber verstehen, dass sich die rationalen Argumente und vor allem die Ergebnisse der Schulreform erst im Lauf der nächsten Jahre auszahlen werden. Wenn wir heute nichts ändern, wird es für unsere Kinder sehr schwer sein, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. An die Integration in den Arbeitsmarkt denkt die 15-jährige Emilie erst einmal nicht. Wahrscheinlich auch nicht daran, dass Lettland in der internationalen PISA-Studie in den letzten Jahren immer mehr Punkte verliert. Emilia muss jetzt erst einmal Suppe essen.
die hat ihre Mutter gekocht. Sie teilt zwar die Argumente der Regierung, die Schulbildung müsse besser werden, aber zu welchem Preis? Das Wichtigste ist doch, dass es den Familien gut geht. Die Regierung muss für uns Menschen arbeiten und nicht umgekehrt. Nur damit die Regierung und das Ministerium ihre Bilanzen in Ordnung bringt? Nein, so funktioniert das nicht. Bei Badrone ist es wichtig, dass ihre Emilia neben dem normalen Schulunterricht auch musikalische Ausbildung bekommt. Singen im Chor haben die Letten im Blut. Es ist Teil der nationalen DNA. Noch kann das Emilia nachmittags in der Kunstschule von Engore machen. Wenn die Reform aber kommt, würde auch die Kunstschule schließen müssen. Doch so weit kommt es erst einmal nicht. Denn das Singen der Staatshymne aus Protest hat gewirkt. Die Pläne der Regierung sollen optimiert werden, heißt es. Im Klartext, die Schulen werden erst einmal nicht geschlossen.